Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age The Veilguard. Wir sind Edgar ohne Schuhe. Das ist so doof. Ich will Schuhe haben. Naja, wir sind Edgar ohne Schuhe. Wir haben jetzt die Tür geöffnet und Bellara will uns sagen, wie man einen Archivgeist befragt. Ja, mal sehen. Ein Breitschwert. Turnei-Stahl. Vom Turnei haben wir mal gehört von Blackwall. Wir rüsten uns mal aus. Wow, das macht sehr viel mehr Schaden. Und wir haben auch noch einen neuen Bogen bekommen. Der sieht cool aus, der Bogen. Gut. Wir sind erstmal frisch neu ausgerüstet. Oh, da gibt es Heilung, sehr gut. Okay, da ist es. Das naheste Fallen. Dann nehmen wir es jetzt einfach mit und das war's, richtig? Wir können uns wieder auf den Rückweg machen? Oh, schön wär's, aber nein, das Ganze wird deutlich schwieriger. Klar, weil dunkle Brut, Dämonen und belebte Rüstungen ja nicht schon schwierig genug sind. Klar, weil ja nie irgendwas einfach ist. Also, was genau macht das hier so schwierig? Wenn ich das Artefakt so entferne, wie ich es normalerweise tun würde, wird es explodieren und dabei halb Alephen auslöschen. Die gute Nachricht ist aber, ich denke, ich kann die Energie ableiten. Na dann, sehen wir doch mal. Wie die Magie pulsiert. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es wirkt beinahe so, als würde sie atmen. Oh, wahrscheinlich ein Ogre. Ja, cool. Neun. Oh, voll nicht geblockt. Jetzt muss ich kurz mal. Ja, ich weiß, dass es nicht blockerbare Angriffe gibt. Lass mich mal kurz heilen. So. Okay, ich versuch's mit Fernkampf. Wenn ich dann erstmal hier. Und dann machen wir jetzt mal das. Dann Harding das und Bellara einmal das. Vielleicht keine Pfeile mehr. Ja.
bin immer noch ein bisschen hektisch. Ich will immer noch ein bisschen sehr früh blocken. So. Oh, ultimative Fähigkeit. Lade deine ultimative Fähigkeit auf, indem du Gegner Schaden zufügst. Ist sie voll aufgeladen, drücke L plus R, um eine verheerende ultimative Fähigkeit zu entfesseln. Die ist ja cool. Tja, heute noch ein Oger zu bekämpfen, hatte ich nicht erwartet. Aber gut, genauso wenig hätte ich erwartet, dass meine Götter ein Fass aufmachen und versuchen, die Welt zu vernichten. Ist halt mal wieder so ein Tag. Okay. Mal sehen. Okay, okay. Na, wer sagt's denn? Nein, nein, nein. Das ist gut. Denke ich. Oh. Wozu genau dient dieser Kristall? Er speist das Artefakt mit Energie. Er bündelt verstreute magische Kräfte. Dadurch funktioniert es noch. Nach tausenden von Jahren. Oh nein, vergiss es! Sulenan, Vir Sulevanan, Enasal Dirthara. Na dann los. Ich bin das Nadas Dirtharen. Gut, ich habe Fragen. Ich bin das Nadas Dirtharen. Was war dir? Wo ist der Geist hin? Das Nadas Dirthalen, meine ich. Er ist zurück in den Kristall, aber der ist kaputt, bis ich ihn repariert habe. Ich kann sowas gut, magisches reparieren. Strife und Irulan werden davon erfahren wollen. Und von der Verderbtheit. Und der dunklen Brut. Sagt, wenn ihr zum Lager der Schleierspringer aufbrechen wollt. Okay. Stufe 4 sind wir. Bringe sämtliche unerledigte Angelegenheiten zum Abschluss. Sprich mit Belara, wenn du bereit bist. Okay. Also hier, ganz unauffällig steht hier so eine Truhe. Ah, oh, es gibt doch Ausrüstung für meine Gefährten. Sehr cool. Wahrscheinlich, hier können wir wahrscheinlich nicht hoch. Ja, was soll ich sagen? Ich bin wirklich, wirklich super begeistert. Kann ich jetzt hier durch? Nee, ne? Nee. Ich bin wirklich richtig begeistert vom Kampfsystem. Gerade jetzt in so Kämpfen gegen den Oger oder gegen das eine Konstrukt, die ein bisschen länger sind, hat man ein bisschen mehr Zeit zu üben. Und es macht echt viel Spaß. Ich hätte das nicht so in dem Maße erwartet, dass mich das so catcht. Ich mochte auch schon das etwas dynamische Kampfsystem in Inquisition sehr gerne. Aber das hier ist wirklich echt, finde ich, richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Okay. Ja, Belara, wir können los, denke ich, weil ich komme hier nirgendwo raus. Ich kann nirgendwo hochkrabbeln. Wir haben uns ja an sich auch immer überall gut umgeguckt. Also, los, ne? Seid ihr bereit aufzubrechen?
Doch, wir gehen. Ja, gehen wir. Kommt schon. Ich zeige euch den Weg zum Lager der Schleierspringer. Elf Verwundete, 16, die Bettruhe brauchen, und einige unserer erfahrensten Kämpfer werden immer noch vermisst. Uns gehen die Schleierspringer aus. Was auch immer da vor sich geht, ist beunruhigend. Jahel und Milva haben sich aus Demeters Übergang nicht wieder zurückgemeldet. In dem Dorf leben ungefähr 100 Leute. Grob geschätzt. Ihr seid zurück. Und noch am Leben. Sehr gut. Es klingt, als hätte sich die Lage seit unserem Aufbruch deutlich verschlechtert. Dunkle Brut. Sie taucht in ganz Arlethan auf und greift jeden an, auf den sie trifft. Wir mussten schon 3 Delish-Ansiedlungen evakuieren. Wir sind auch auf Dunkle Brut gestoßen. In der Nähe des Nadas de Thalen. Heißt das, ihr habt es gefunden? Das Nadas de Thalen, den Archivgeist. Wir könnten ihn zu den Göttern befragen, rausfinden, was sie als nächstes vorhaben. Theoretisch haben die Delish Priorität. Wenn die jetzt in Gefahr schweben. Das Archiv ist kaputt. Wir werden von ihm also gar nichts erfahren. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist erstmal, dass wir so viele delische Ansiedlungen retten, wie nur irgend möglich. Bisher hatten wir Glück und sind immer rechtzeitig eingetroffen. So schnell, wie sich die Dunkle Brut ausbreitet, ist es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis uns das Glück irgendwann verlassen wird. Naja, noch hat es das nicht. Also lasst es uns einfach noch ein bisschen weiter strapazieren. Wenn absehbar wäre, wo sie als nächstes zuschlägt, könnten wir ihr vielleicht zuvorkommen. Bislang war ihr Handeln aber absolut unvorhersehbar. Und wie machen wir dann jetzt weiter? Demeters Übergang. Was? Irelin, Strife, bei unserer Ankunft sagtet ihr, ihr hättet den Kontakt zu Demeters Übergang verloren. Wir könnten dem auf den Grund gehen. Wir 3, meine ich. Wir 4. Ich komme mit euch. Neth, ihr seid immer noch angeschlagen und... Ich werde mitkommen, Harding. Ich weiß nicht, was ihr dort vorfinden werdet, Rook. Vermutlich nichts Gutes. Ihr könntet aber womöglich Leben retten. Und vielleicht ergibt sich dabei ja auch etwas, das euch auf die Spur der Götter bringt. Demeters Übergang liegt auf der anderen Seite des Sees. Wir haben an den Anlegern ein kleines Boot. Mit ihm kommt ihr dort rüber. Gebt da draußen auf euch Acht. Und viel Glück. Quest abgeschlossen, in den Fängen des Chaos. Bellara konnte das Artefakt mit Hilfe der Gruppe abschalten und sie so mit alle aus der Schleierblase befreien. Sie hat außerdem einen alten elfischen Wissensspeicher entdeckt, das Nadas de Thalen. Ungeachtet ihres Vorhabens, ihm seine Geheimnisse zu entlocken, hat sich Bellara der Gruppe und ihrer Suche nach dem entkommenen Elfengöttern angeschlossen. Könnten wir uns wirklich im Krieg mit unseren... Okay, wir brauchen ein Boot, um hinzukommen. Machen wir uns auf den Weg zum Anleger. Also, deine Unterstützung wurde von den Schleierspringern anerkannt. Besuche das Geschäft, um neue Ausrüstung und Aussehen zu kaufen. Dann gucken wir, falsche Taste, mal ins Questlog. Das war hier. Also, wir haben Reise zu Demeters Übergang. Harding, Bot Harding, leitende Speerin. Das sind dann wahrscheinlich die... Also falls da Quests kommen, sind das wahrscheinlich dann Begleiterquests. Sind alle, das ist Story. Das haben wir abgeschlossen, okay.
Alethenwald. Oh, okay. Da ist Kreuzgang zum Illuvien. Können wir jederzeit zum Hub zurückkehren? Oder ist das jetzt quasi unser Hub erstmal? Heiligtum. Aktuelle Wiedereinstiegsposition. Leuchtfeuer. Okay. Und können wir rein und rauszoomen? Also wir gucken uns hier natürlich erstmal um. Wir haben Charakter. Und jetzt haben wir Gefährten und wir können sie uns angucken. Ach, sehr gut. Belara, Harding und Neff. Okay. Also sie haben doch Ausrüstung. Schmuckstück. Andenken. Okay. Also ein bisschen reduzierter als bei uns. Ist aber auch, finde ich, nicht so schlimm. Ah, und hier kann man Fähigkeiten für die verteilen. Und je nachdem, wenn man wahrscheinlich Quests für die erledigt, sieht so aus, als würde man dann eher auf die, ne? Also mit den aufsteigen. So, wir haben einen neuen Langbogen für Belara. Rüsten wir natürlich direkt mal aus. Oh, dadurch hat sie auch eine neue... Oh, warte, kommt das von dem Bogen? Nee. Warum hat sie denn hier schon eine neue Fähigkeit? Warte, kann ich das noch... Ich muss mal kurz gucken, ob das doch vom Bogen kommt. Nee. Okay. So, also sie hat einen schwächenden Schuss. Genesung, aber das war ja nur Heilung für sie, ne? Also Belara erzeugt eine magische Rettungsleine für dich? Für mich oder für sich? Wodurch deine Gesundheit augenblicklich wiederhergestellt wird, okay? Belara kanalisiert die Energie des Nichts durch ihren Handschuh, um eine Salve magischer Projektile belegt betroffene Gegner mit Schock. Führt zu einer Detonation bei ausgelaugt. Okay. Also wir haben hier so ein bisschen Effektsystem. Und berückt den Status Geschwächt. Belara gibt dem Bogen einen magiegetränkten Schuss ab, durch den ihr Ziel die Magie des Nichts getauft wird. Verursacht viel Straucheln. Okay. Und dann gucken wir doch mal hier bei Fähigkeiten. Das glitzert aber alles sehr. Also wir könnten Genesung, Regenerationszeit. Das sind die Nichtsbolzen. Was hätten wir hier? Kritischer Schaden. Sie hat aber auch Zeitverlangsamung. Oder das, reduzierender Riss. Nee, ich würd, glaube ich, erst mit diesem schwächenden Schuss lassen. Schaden gegen Barrieren. Das möchte ich gerne haben. Achso, sie hat ja 2 Punkte. Und dann machen wir doch nochmal Regenerationszeit hier bei Genesung. So. Und... Alethianische Kesselflickerin Belara ist eine erfahrene Handwerkerin, die magische Schutzzauber aufheben und alte... Achso, das sind ja die, sag ich mal, die Weltfähigkeiten, die sie nutzen kann. Und hier ist, glaube ich, so ein bisschen die Stufe, ne? Beziehung. Ja, verbessere die Beziehung zu diesem Gruppenmitglied, indem du gemeinsame Quests abschließt. Jeder Rang gewährt 2 Fähigkeitenpunkte. Okay. Ah. Schleierspringerin. Die Dalish-Entdeckerin verschießt mit ihrem antiken Bogen die Magie des Nichts. Und sie ist eine Magierin. Achso. Sie ist eine Magierin? Okay. Magierinnen machen sich die Elemente der Natur und des Nichts zunutze. Sie können geschwächt detonieren und ausgelaugt anwenden oder Unterstützung mit Zeitverlangsamung oder Heilung leisten. Okay, dann gucken wir mal. Harding ist. Emissärin der Inquisition, natürlich. Die Pfeile dieser mit Tränken
werfen den Spielerin Schocken und Zerfetzen. Und sie ist eine Schurkin. Sie kann ausgelaugte Turnieren und Überwältigen anwenden. Oder Unterstützung mit erhöhtem Schaden und Gesundung leisten. Sie ist eine Gefährtin und sie ist eine Illuvien-Experte. Das verstehe ich noch nicht so. Aber das werden wir alles rausfinden. Und Neff ist ja auch Magierin und ein Schattendrache. Diese Frostmagierin und Detektivin manipuliert die Zeit. Ja, das werden wir hoffentlich demnächst mal rausfinden, wenn wir sie ein bisschen mehr mitnehmen können. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns noch um unseren eigenen Stufenaufstieg und gucken uns mal ein bisschen das Lager an. Und dann geht's wohl weiter. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.